Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen wundervollen Männer-Adventskalender für dich. Ich hoffe jedenfalls, dass er wundervoll ist. Und zwar geht es um den Parfüm Dreams Männer-Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, diesen riesen Adventskalender mit mir zusammen auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch in diesem Jahr hat Parfüm Dreams nicht nur für Frauen einen Adventskalender rausgebracht, sondern auch für Männer. Wir haben hier auch wieder dieses wunderschöne Geweih drauf. Hier steht Beauty Christmas for Men drauf. Also dementsprechend, ne, wir wissen alle Bescheid, es ist für Männer. Letztes Jahr war er blau, heute ist er grau. Es hat sich gereimt. Das finde ich großartig. Ja, das Design gefällt mir. Ich finde den ganz schick. Ne? Also das ist so ein Anthrazit-Silber. Und ich denke, wenn man das so einem Mann schenken würde, würde er sich auf jeden Fall schon mal sehr über die Optik freuen. Ne? Ich halte das auch mal so ein bisschen hier ins Licht. Also das reflektiert jetzt natürlich so ein bisschen. Ist dann alle gar nicht so einfach hier für mich, das so zu halten, aber wir kriegen das schon hin. Und ja, wir haben hier drin hauptsächlich Pflege. Ne? Wir müssen uns nichts vormachen. Was soll da sonst drin sein für die Männer? Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein und gucken, ob das Sinn macht, sich den für 49,90 € zu kaufen, beziehungsweise seinem Mann, seinem Vater, seinem Opa, irgendwem, sich selbst. Gucken wir mal. Hier unten ist direkt die Nummer 1. Lässt sich übrigens wie jedes Jahr echt schön öffnen. Die Produkte kriegt man auch gut raus. Die verrutschen hier auch nicht drin, weil du die richtig tief hier auch mit drin hast. Hier haben wir drin von Baldessarini Cool Force Schauergel 50 ml. Das wird einfach zu einem entsprechenden Parfum, das dazugehörige Schauergel sein oder Duschgel vielmehr. Kann ich so nichts zu sagen. Ich kenne das Parfum nicht. Sowas intensiviert dann halt auch nochmal so ein bisschen den Duft. Und das riecht halt auch sehr, sehr frisch tatsächlich hier durch. Sehr aquatisch. Aber angenehm tatsächlich. Ich werde aus diesem Adventskalender übrigens nichts verlosen, weil alles, was ich jetzt hier raus auspacken werde, werde ich selber in den Adventskalender packen, die ich an die Herren in meiner Familie nun mal verschenken werde. Und da brauche ich echt Kram. Ne? Bei Frauen-Adventskalendern habe ich genug Auswahl. Bei Männer-Adventskalendern habe ich echt ein Problem. Denn so viele gibt es tatsächlich nicht auf dem Markt. Aber es wird angezogen. Es wird echt, mittlerweile ziehen die anderen Marken auch mit. Hier haben wir die Nummer 2. Ja, gut. Ne? Also herzlich willkommen. Wir sind hier bei Parfüm Dreams. Hier gibt es auch Parfümproben in dem Adventskalender drin. Das stört mich tatsächlich einerseits schon. Andererseits ist es so, dass ich denke, ja gut, die packen hier auch ordentliches Kram rein, was deren Wert hat. Ne? Was man sich jetzt so nicht unbedingt holen würde. Und dann ist es eigentlich ganz geil, wenn man die Parfümprobe zu Hause hat und sei es auch nur irgendwie 2 ml oder so davon, dass man einfach mal gucken kann, gefällt mir der Duft und wie verhält er sich über mehrere Tage vielleicht mal, wenn ich das trage. So, ne? Ja, ist aber irgendwie mit einem ganz bitteren Beigeschmack, ehrlich gesagt, für mich dabei. Das ist von Montal Paris, das Wood & Spices Parfum. Und wie gesagt, hier haben wir 2 ml drin. Und das hier ist halt erfreulicherweise eine Parfümprobe, die du so sprühen kannst. Ne? Also das ist halt wenigstens zum Sprühen. Aber ich muss sagen, ne? Schade, hatten die Frauen auch, aber schade. Wirklich schade. Hatten wir letztes Jahr auch, fand ich auch schade. Schade ist freundlich formuliert immer bei mir, ne? Dann gucken wir uns mal die Nummer 3 an, die sich hier befindet. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht, ne? Ich lobe sonst immer die Qualität des Adventskalenders. Jetzt war ich einfach mal ein bisschen zu forsch und habe zu derbe gerissen. Mhm. Ja, auch die Männer brauchen natürlich ein Shampoo und das sieht richtig gut aus. Das kannst du auch safe für Frauen verwenden. Von René Fotera Forticea Rituel Fortifiant Shampooing, ich kann nicht, Französisch rede ich jetzt hier mal nicht. Fortifying Ritual Energizing Shampoo. Das ist einfach ein energiegebendes Shampoo für alle Haartypen. Ja, das ist eine Marke, die wir auch aus dem letzten Jahr schon kennen, aus den Adventskalendern. Das riecht halt wirklich sehr frisch. Sehr erfrischend. Also vielleicht auch tatsächlich, ne, wenn man im Sommer duschen geht und einfach ein bisschen Erfrischung haben möchte. Witzig finde ich halt hier diese grünen Perlen drin, die dann wahrscheinlich aufploppen werden und vielleicht nochmal zusätzlich Minze oder sowas beinhalten. Ebenfalls mittig befindet sich die Nummer 4. American Crew. Ja, das ist eine Marke, ne? Die habe ich auch letztes Jahr in diesem Adventskalender schon erlebt, drin gehabt
und weiter verschenkt und Leute mit glücklich gemacht. Und das ist ein Produkt, was tatsächlich sich, ja, das sieht aus, als wäre das ein wundervolles Produkt für meinen Stiefpapa. Und zwar Shaving Skincare eigentlich. Und das ist ein All-in-One Face Balm Broad Spectrum. Nee, das ist ein Daily Moisturizer mit 7,4 Millilitern. Das ist eine Probe. Okay, nee, ich dachte, das wäre eine Maske. Das ist jetzt natürlich irgendwie... So eine Probe hätte ich jetzt nicht unbedingt in einem 49,90 € Adventskalender erwartet, um ehrlich zu sein. Ne? Da hätten sie vielleicht ein kleines Tübchen von machen können. Hätte das wahrscheinlich etwas ansehnlicher ausgesehen als so eine Zeitschriftenprobe. Das finde ich jetzt irgendwie blöd gerade. Ja, ärgert mich gerade. Okay, wir gucken mal die Nummer 5 an. Komm, jetzt müsst ihr einen raushauen, Leute. Das war jetzt echt mau. Zweimal mau. Und jetzt brauchen wir mal ein bisschen mehr Wow hintereinander. Und hier haben wir von Vella Pearl Styler ein Styling Gel und zwar 30 Milliliter. Ja, ne, das gibt dann halt entsprechend Halt. Das ist Haltstärke Nummer 3 steht hier drauf. Es hört sich gut an. Ja, riecht auch ganz gut so, ne? Das ist auch wieder Unisex, können auch Frauen verwenden. Ja, sofern sie denn Haargel verwenden. Aber finde ich auch gut in einem Männer-Adventskalender. So, Nikolaus, Leute. Bei den Frauen habt ihr es krachen lassen. Wie sieht es denn hier bei den Männern aus? Gucken wir mal. Nee, da lassen sie es nicht krachen. Da kommt die obligatorische Handcreme. Also als Mann würde ich mich nicht so freuen, vor allem wenn der Mann den Männer-Adventskalender hat und die Frau den Frauen-Adventskalender und die Leute das gleichzeitig auspacken. Dann ist, glaube ich, echt Ärger im Paradies angesagt, denn der Mann hat hier eine Handcreme drin. Ich meine, das ist eine gute von Ahava, Dead Sea Water Mineral Hand Cream Sea Kist mit 40 Millilitern. Die ist gut, die ist toll, die ist natürlich, die ist pflegend, aber es ist in Nikolaus, finde ich das blöd. Ja, finde ich, riecht gut, ne? Wird auch für Frauen gut sein, aber finde ich nicht schön, nein. Nein, komm, jetzt ein bisschen mehr, Nummer 7. Nein. Oh nein, das finde ich blöd jetzt. Wir haben hier eine Parfümprobe von Scotch & Soda Island Water. Ne, wir haben zwei von Scotch & Soda. Das ist einmal, Island Water. Und zwar sind hier drin 2 Milliliter. Ja, Parfümprobe halt. Das ist halt nicht mal eine zum Sprühen, das ist eine so zum Dippen. Und das ist das einfach, ich glaube, das Klassische, ne? Scotch & Soda, 2 Milliliter. Schaut so aus. Und das ist auch zum Dippen. Das riecht hier ganz gut raus, ne? Es riecht sehr, sehr angenehm. Also das, ich kann mir vorstellen, dass mein Freund auch so riechen könnte, aber... Nee. Hat ja genauso viel gekostet wie der Frauen-Adventskalender und beinhaltet irgendwie nicht so geile Produkte. Die Nummer 8. Auch das kenne ich aus dem vom letzten Jahr noch. Das habe ich, ich glaube, meinem Schwager, der Sebastian heißt, geschenkt. Das ist ein Conditioner von Zep Man von Professional Sebastian mit 50 Millilitern. Und das kannst du halt für die Haare und für den Bart verwenden. Und das macht halt die Haare entsprechend weicher. Was für die Kopfhaare halt auch ganz nice ist. Und für die Barthaare ist es dann halt nochmal so zusätzlich auch sehr, sehr angenehm. Ja, das... Kann ich entweder wieder meinem Schwager schenken, weil er Sebastian heißt, oder ich kann es meinem Stiefpapa schenken, weil der halt auch wirklich sehr, 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 sehr viel Wert auf seine Bartpflege und so legt, was ich auch sehr cool finde. Und ja, das ist eigentlich ganz schön mit Guarana und so. Riecht auch ganz angenehm männlich, ein bisschen herb, aber ne, schön, nicht so minzig oder so. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen geknickt. Ich möchte jetzt einfach schnell weitermachen, um coole Produkte zu finden, weil das mit den ganzen Proben hier... Das war mir ein bisschen zu viel. Jetzt sind wir hier bei der Nummer 9. Ja, das ist von S. Oliver. Hashtag Your Moment. Das Duschgel für Männer mit 75 Millilitern. Ein parfümiertes Duschgel. Das finde ich gut. Das kann man gut gebrauchen. Mann mit einem oder auch mit 2 N, wie man das möchte. Ja, ne? Genau. Das ist gut. Ja, und wir hatten noch kein Duschgel. Das mag ich auch wohl leiden. Das ist gut. So, jetzt gucken wir mal die Nummer 10 an. Und die Nummer 10 ist die erste zweistellige Zahl in diesem Adventskalender. Wie ist hier? Marbert Man. Eine Allround-Creme für Gesicht, Körper, Hände. Das finde ich gut. 30 Milliliter. Männer sind ja immer so ein Creme faul. Und dann ist es ganz nett, wenn man halt ein Produkt dabei hat, was einfach mal für alles ist. Dann kann man vielleicht die Männer auch ein bisschen dazu animieren, sich mehr einzucremen. Riecht ganz angenehm. Also jetzt nicht so klassisch männlich. Das ist einfach sehr neutral vom Duft her, was ich mag. Ja.
Doch, das finde ich gut. Das würde ich tatsächlich sogar meinem Freund in den Adventskalender packen. Und dann bist du sowieso schon dabei, dir die Hände einzucremen und dann kannst du noch mal kurz mit den Händen durchs Gesicht. Und wenn du dann noch was an den Händen irgendwie dran hast, kannst du es am Körper verteilen. Irgendwie so nach dem Motto. 30 Milliliter ist dann, Entschuldigung, bin gerade etwas... 30 Milliliter ist natürlich ein bisschen wenig, wenn man halt den Körper auch noch mit damit eincremt, aber... So als Test, ob die Männer es überhaupt verwenden, ist es gar nicht verkehrt. So, das war die 10 und jetzt gehen wir zu der Nummer 11. Das ist die erste Schnapszahl. System Professional. Okay, das ist eine gute Haarmarke. Und zwar ist das Hair Body and Beard Shampoo. Also ein Shampoo für den Körper, für die Haare und für den Bart. Das ist auch wieder so ein Allround-Ding. Das finde ich gut. Das freut mich auch. Da riechst du jetzt so nichts durch. Aber ich denke, dass ich das auch meinem Freund vorgeben könnte, weil das einfach so ein, ne? Männer verwenden gerne ein 500-in-1 Produkt und nicht jedes einzelne Hautgedönsen kriegt sein eigenes Produkt. Deswegen ist es auch schon wieder praktisch und passt dann halt auch von der Reihenfolge her zusammen mit dem Marbeard Produkt, was wir gerade drin hatten. Und jetzt gehen wir zur Halbzeit und die ist sehr, sehr interessant gestaltet, denn hier haben wir ein Hexagon, glaube ich. Oh ja, hier haben wir wieder etwas von American Crew. Okay, das ließ sich jetzt nicht so schön öffnen, wie das Kläppchen aussieht leider. Ich weiß gar nicht, woher ich diese Marke, ich glaube auch letztes Jahr im Adventskalender, ne, hatten wir doch auch was von denen mit drin. Das ist ein richtiges Typchen, das finde ich schön. Und zwar sind das 50 Gramm von einer Forming Cream with Medium Hold and Shine. Das ist für die Haare, damit kannst du die Haare entsprechend formen. Das ist so eine schöne Pomade. Ja, das hatten wir letztes Jahr auch drin. Ich glaube, das habe ich unserem Postboten in den Adventskalender gepackt, unserem DHL-Boten. Es riecht halt alles sehr, sehr angenehm. Also ich mag ja so richtig gerne männliche Düfte. Ich mag das auch, wenn mein Freund schön duftet, ne? Das finde ich richtig toll. Ich gehe auch unheimlich gerne nach ihm duschen, wenn er dann halt so ein schönes Duschgel verwendet hat und ein Aftershave und so, ne? Mag ich gerne. Er ist auch gerade duschen und ich gehe auch gleich duschen. Ich stehe da total drauf. Okay, die Nummer 13. Oh ja, auch das hat mir letztes Jahr drin. Also ganz kreativ ist dieser Adventskalender nicht. Also ich würde schon sagen, dass wir schon so, ich weiß nicht, 20%, 30% schon letztes Jahr drin hatten, ne? Egal. Rituals. The Ritual of Samurai. Das ist ein Eisschauergel Sport mit 10 Millilitern. Ja, das ist eine Anwendung, ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Für einen Mann nach dem Sport eine Anwendung. Riecht mega, ne? Also Ritual of Samurai finde ich extrem gut. Aber das kriegt der Lebensgefährte von meiner Schwiegermama in Spe. Oh, ich liebe meine Familienverhältnisse und immer Richtung Weihnachten, wenn ich von den Leuten erzähle, dann erzähle ich ja immer wieder darüber und versuche dann ja auch immer in meinem Kopf so ein bisschen, ne, das klar zu haben. Hier auf Deutsch funktioniert das alles noch halbwegs. Wenn ich das auf der Arbeit auf Englisch versuche zu erklären, wenn ich so mit meinen Kunden telefoniere oder so, oder meinen Kollegen, die halt irgendwo in Thailand sitzen, also das ist ganz crazy. Wenn dann gefragt wird, wie feierst du Weihnachten? Wild feiere ich Weihnachten, sehr wild. Durcheinander. Okay, das war die Nummer 13. Nein, doch. Was war das? 13 war das, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 14. Oder war das die 14? Nee, die 14 ist hier oben. Das dürfte eine Ampulle sein von der Größe her, oder? Ja. Und zwar von Barbour. Da haben wir nämlich auch immer eine Frauenampulle drin. An dieser Stelle. Die kriegst du aber super schwer raus. Da musst du so aufpassen, dass du dir das nicht irgendwie kaputt machst oder ins Gesicht haust oder durch den Raum feuerst. Weil das ist ja oben auch mit so einer Sollbruchstelle. Und wenn du dann falsch abknickst, dann ist blöd. So. Einigermaßen vorsichtig habe ich die Ampulle entfernt. Wir haben hier eine oder die Hydra Plus Ampulle von Barbour. Ja, ne? Das gibt halt Feuchtigkeit, das ist ganz nice. ja, ist gut. Habe ich tatsächlich auch aktuell bei mir im Badezimmer stehen. Aber diese einzelnen Ampullen habe ich eigentlich vor, dieses Jahr so ein bisschen auch für einen eigenen Ampullen-Adventskalender zu sammeln. Weil ich habe gelesen, dass viele das schade finden, dass Balea keinen Ampullen-Adventskalender rausgebracht hat dieses Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann mache ich halt selber einen. Ich muss nur gucken, wie ich das optimal hinbekomme. Weil das mit dem Versand natürlich ein bisschen schwieriger wird. Aber wir schauen mal. So, jetzt haben wir die Nummer 14, dann gehen wir hier zu Nummer 15. Bitte keine Probe wieder, die ist so klein, ne? Nee. Oh, auch die Männer bekommen jetzt mal eine richtig edle Geschichte. Und zwar haben wir was von Shiseido. Weil auch das letztes Jahr gleich drin war. Ja. Total Revitalizer Cream Tones and Energizes mit 5 Millilitern. Hast du hier,
halt eine sehr, sehr hochpreisige Marke vertreten, die halt Feuchtigkeit geben soll und hydratisieren, ach Quatsch, und Energie geben soll und dann noch entsprechend gegen die Hautalterung wirkt. Ist nett, ne? Das intensiv revitalisierende Gesichtspflege steht hier auch drauf. Ich glaube, das gebe ich meinem Papa einfach mal so mit so einem kleinen Augenzwinkern. Mein Papa, dem siehst du sein Alter nicht an. Der ist 58, siehst du nicht. Siehst du wirklich nicht. Das ist echt krass. So, 16. Wo ist die? Da. Hier unten. Ja. Mitch. Okay. Wer ist Mitch? Ich kenne Mitch nicht. Double Hitter. 2-in-1 Shampoo in Conditioner, 50 Milliliter. Das ist natürlich ganz nett für die Männer, die halt auch entsprechend vielleicht etwas längere Haare haben. Da muss ich mal gucken, wen ich da finde. Vielleicht mein Schwager oder so, der hat etwas längere Haare. Der Sebastian, ne? Mal gucken. Ja, aber ist ganz cool. Ist halt auch so ein Ding, wenn du das unter der Dusche verwendest, kannst du es hier oben einklicken und kannst es halt direkt rausmachen. Finde ich ganz geil, weil du da nicht ständig die Kappe verlierst. Ich bin da ja echt so ein Vogel, ne, was das unter der Dusche angeht. So, dann gehen wir zu Nummer 17. Das ist eine Woche vor Heiligabend. Ihr merkt, so langsam werde ich wieder ein bisschen wärmer mit dem Adventskalender. Ich bin jetzt etwas milder geworden. Ei, die armen Männer haben sogar eine zweite Handcreme drin. Aber hey, es gibt sogar Adventskalender, die haben drei Handcremes drin, Leute. Und immerhin ist das hier eine gute von Kneipp. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist die Sekundenhandcreme mit Zitronen, Verbene und Avocado-Butter. Das Positive hierbei mit 20 Millilitern übrigens ist, dass die halt wirklich super schnell einzieht. Die habe ich, glaube ich, mal als Fußcreme gehabt, die Sekunden-Fußcreme. Heidenei ist die schnell eingezogen. Ja, da riechst du jetzt hier nichts durch. Aber das mit der Zitronenverbene kann ich voll bestätigen. Das gibt es wirklich als Fußcreme auch, ne? Mochte ich gerne leiden. Und ja, es war jetzt wirklich nur eine kleine Größe, aber gut, es ist die zweite Handcreme, ne? Das reicht dann auch irgendwann. So, die Nummer 18 haben wir hier unten. Die ist wieder schön groß. Oh, Dolce und Gabbana. Holla, die Waldfee, ein Duschgel. Ja, ein paar mehr Duschgele haben die Männer mit drin, das ist okay. 75 Milliliter und Leute, hier kommt gerade ein Duft in meine Nase. Oh mein Gott, ist das gut. Das ist sehr, sehr edel. Sehr intensiv. Riecht so ein bisschen nach, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, wenn man im Schwimmbad nachher so aus den Umkleiden rausgeht und dann an der Männerumkleide vorbeigeht und das halt diesen leicht aquatischen, frischen, aber doch sehr männlichen Duft hat. Finde ich super angenehm gerade. Oh, das riecht nach Urlaub. Das riecht richtig, richtig gut. Und das riecht auch so ein bisschen nach meinem Papa. Ich glaube, das kriegt er auch rein. So, das kommt jetzt weiter. Hier, das Adventskalender-Ding. Mit der Nummer 19 hier oben. Ja. Wir haben wieder eine Parfümprobe drin. 1,5 Milliliter von Glamfume White Heaven Beach Men. Das ist dieses hier. Sieht man kaum, ne? Ja. Das ist halt auch wieder eine Parfümprobe. Das ist so eine leichte Parfümgeschichte Overload, aber es ist immerhin zum Sprühen. Ja, finde ich schade für die Männer, dass die halt jetzt vier solche Parfümproben drin haben. Die Frauen hatten auch so kleine Mini-Flakons drin, vielleicht kommt das noch. Aber das ist schon schwach. Gut. Mein Gemüt wird schlechter. Nummer 20. Nein. Oh. True Story Men Glamfume 1,5 Milliliter. Ja, nie kommen. Also es ist bestimmt voll hochpreisig und so. Und Parfüm Dreams steht ja auch für Parfüms, aber es ist zu viel. Es ist einfach zu viel von diesen Zeitschriftenproben jetzt, ne? 21. Kneipp. Sehr gut. Kneipp ist eine gute Marke. Chill Out, die habe ich auch schon mal verwendet. Die ist klasse mit Hanfsamen und Patchouli. Beruhigende Pflege und eine Auszeit für dich und deine Haut. Also sowohl Männer als auch Frauen können es verwenden. Hinten drauf ist auch eine Frau abgebildet. Ja, wird auf jeden Fall in einem Adventskalender auch landen, weil das ist eine schöne Geschichte. Das hier ist auch die Clean Beauty Variante von Kneipp. Die haben ja verschiedene, ne? Das gibt extra diese Clean Beauty Reihe von denen. Da steht es auch immer mit drauf und ja. Tuchmasken finde ich gut, finde ich klasse, dass sie drin ist und ja, ist ein gutes Produkt. So, 22. Ich muss jetzt schnell weitermachen. Ich muss mich immer dann zum nächsten Positiven handeln, sonst raste ich aus. Biotherm Om. Für den Mann. Aqua Power. Mhm.
Oligo Thermal Care Dynamic Hydration 20 ml. Das wird dann einfach eine Gesichtscreme sein, beziehungsweise so ein Gesichtsfluid, um halt die beanspruchte Männerhaut zu hydratisieren. Ja, finde ich gut. Riecht auch sehr, sehr männlich. Ein bisschen herber riecht das, aber es riecht gut. So, das war jetzt die letzte Schnapszeit. Jetzt kommen wir zu dem Tag vor Heiligabend, zu der Nummer 23, die sich hier befindet. Goldwellen, sehr schön. Dual Senses, Men Styling, Power Gel. Gut, wir haben wieder ein Haargel mit drin mit 50 ml. Ne? Also ein bisschen was für die Haare ist hier mit bei. Wenn der Mann keine Haare hat, ist das nun mal ein bisschen bitter. Mein Mann hat nicht so viele, also er hat schon, aber der hat kurze Haare auf dem Kopf, sehr kurze, ich glaube 3 mm. Ja, das wird dann für ihn jetzt eher so uncool gewesen sein. Ja, aber gut, bei Frauen-Adventskalendern hast du auch immer wieder Invisibobbles mit drin und Frauen haben nicht immer lange Haare, ne? Muss man auch bedenken. Aber gut, ja, Goldwelle ist eine gute Marke, deswegen ist es schön, dass es mit drin ist. Und jetzt gehen wir mit schön gemachten Haaren, einer durchfeuchteten Haut und gut duftend zu der Nummer 24 und schauen einfach mal, was es dann zu Weihnachten geben darf, zu Heiligabend. Das darf knallen. Bei den Frauen hat es geknallt, knallt es bei den Männern auch. Ihr seht es jetzt schon, ich sehe es noch nicht. Ich hoffe, dass es knallt, ansonsten ist es doof. Okay. Also ich weiß, dass sowas jetzt nicht so ultimativ teuer ist, ne? Und ich halt für diesen Adventskalender genauso viel bezahlt habe wie für den Frauen-Adventskalender. Und hier packen die mal Duschschaum mit rein, The Ritual of Samurai von Rituals, mit 50 ml. Ja, das riecht gut, wirklich. Das ist eine tolle Geschichte. Das ist sehr, sehr angenehm, aber das in der 24 und ich glaube, letztes Jahr hatten die Männer das auch in der 24. Warum? Warum nicht eine schöne Parfümminiatur oder, weiß ich nicht, ein schönes Parfüm, das hätten die hier super mit reinmachen können, ne? Das finde ich echt traurig, also wirklich, wirklich, wirklich traurig. Ich glaube, als Mann, wenn ich dann das aufgemacht hätte und so, yay, Heiligabend und die Frau packt da so ein mega Oschifi aus und ich pack das hier aus, dann hätte sie aber wirklich Ärger im Paradies gegeben, das sage ich dir aber. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Männer-Adventskalender, so schön er auch optisch sein mag und ne, passt nicht so gut wie das vom Frauen-Adventskalender. Also würde ich jetzt schon, ja, ne, verschenken, aber wäre ich ein Kerl und hätte ihn mir vielleicht selber gekauft oder würde ich als Kerl sehen, was die Frauen drin haben, für den gleichen Preis wäre ich angefressen. Wobei das bei Douglas ja genau umgekehrt ist, ne? Aber gut, ja, hier sind die Männer halt echt nicht gut bei weggekommen, was mir sehr leid tut für die Männer. Ich meine, sie haben schöne Pflege bekommen, aber sie wurden doch ein bisschen benachteiligt. Also, ich sag mal, 5 Parfümproben, wovon 3 Kläppchen, 4 Kläppchen belegt wurden, ist traurig. Ansonsten, ja, gut, bei Männern kannst du jetzt auch nicht irgendwie hochpreisige dekorative Kosmetik reinmachen, aber komm, es gibt so schöne Cremes für Männer, es gibt so schöne Pflegeprodukte, ein Körperpeeling wäre geil gewesen oder keine Ahnung, irgendwas zum Rasieren oder so, so einen coolen Einklapprasierer oder so, ne, so als Tool mit drin. Hätte ich gefeiert, aber so ist es jetzt halt echt ein bisschen traurig gewesen. Es riecht hier alles unfassbar gut von mir und ich werde auch alles irgendwo an den Mann bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber trotzdem, ihr merkt es, ich bin ein bisschen geknickt, also da würde ich mir tatsächlich eher den Douglas Männer Adventskalender holen und ihn euch auch tatsächlich empfehlen, als jetzt den Parfüm Dreams Adventskalender, weil der von Douglas ist einfach mal 20 Euro günstiger und da hast du wirklich Abwechslung drin und du hast da coole Produkte drin und auch Tools und so und irgendwie ist es ganz witzig auch, was da drin ist. Während du hier halt viele Proben drin hast, Parfümproben, ja, Pflege schon, aber nicht so umfassend wie bei Douglas, der 20 Euro günstiger ist. Und Parfüm Dreams und Douglas, also der Parfüm, nein, der Douglas Männer Adventskalender ist auch im Parfüm Dreams Onlineshop erhältlich, weil Parfüm Dreams und Douglas gehören zusammen. Ne, nur mal so als Info. Naja, gut, du hast hier hochpreisige Marken drin, aber ich will jetzt nicht weiter nörgeln, das war der Adventskalender und das war es jetzt auch von mir hier an dieser Stelle. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!